Und das ist also der prächtige Altar von Christian Precht, von dem ich euch schon erzählt habe. Der Alte wurde vor 40 Jahren im großen Feuersturm vernichtet. Und dieser ist nun größer und schöner. Und bestimmt auch viel wertvoller, mit dem ganzen Elfenbein. Ja, das ist nicht ganz so, das ist Elfenbeinfarbe, die man über das Holz gemacht hat, damit es so aussieht. Aber die Stadt und die Kirchengemeinde, die hatten nicht so viel Geld, um echtes Elfenbein zu nehmen. Aber ich denke, dem Gekreuzigten dort oben, dem wird das egal sein. Der hatte so und so wenig übrig für Prunk und Protz und große Sachen. Aber er legt bestimmt Wert auf gute Musik. Ach, Meister Lübeck, auf ein Wort, wenn ich bitten darf. Auf ein Wort. Kinder, schaut hier. Das ist unser weltberühmter Organist und großer Kompositeur Vincent Lübeck. Ich bin etwas in Eile, Meister Lübeck. Ich muss eigentlich gleich zu meinem Amtsbruder. Und ich habe hier die Kinder meiner Schwester, die sind im Augenblick bei uns aufgenommen. Meiner Schwester geht es nicht so gut. Könnten Sie sich vielleicht um die Kinder kümmern? Ich muss schnell los. Vielleicht zeigen Sie ihnen doch einfach mal die großartige Orgel. Ja, natürlich. Ich danke Ihnen verbindlichst. Also, das ist unsere neue Orgel. Ein wahres Wunderwerk, erbaut von Berend Hus und seinem Gesellen Arp Schnittger. Er wurde später ganz berühmt. Seht ihr die vielen Pfeifen dort? Oh, das sind ja mehr als 100 Pfeifen. Mehr als 100 Pfeifen? Diese Orgel hat mehr als 2.500 Pfeifen. Ich will auch mal auf der Orgel pfeifen. Ja, dann pfeif doch mal auf der Orgel. Nikolaus, holst du mal den Pfeifenkasten? So, nun pfeif mal. Ja. Nun, dann stellen wir uns mal auf, wie die Orgel pfeifen. Die kleinste links, rechts und die größte links. Der Reihe nach, Reihe der Pfeife nach. Naja, das hört sich ja, also euer Gezwitscher. Da werde ich mal ein bisschen mehr Musik draus machen. Nikolaus, mein Schüler, wird euch dirigieren. Gern, Meister. Pass auf, das ist ganz einfach. Ich zeige auf euch und ihr blasen die Pfeife rein. Schon ganz schön. Ja, und das, was ihr jetzt zusammen gespielt habt, das kann Johanna auch ganz alleine spielen. Johanna, du kannst Orgel spielen? Ja, das kann ich. Mein Onkel hat mir das erlaubt. Aber hängt das nicht so an die große Glocke. Letzten Sonntag beim Gottesdienst habe ich Master Lübeck vertreten. Aber da oben sieht mich ja keiner, da kann ich das machen. Ja, jetzt ist gut. Dazu gehen wir jetzt nach oben zur Orgel. Klingt toll. Kannst du das auch mit den Füßen spielen? Oh, ich kann jeden Ton fühlen. Sind das die großen Pfeifen da vorne? Ja, das sind die Prinzipalpfeifen. Ja, das Lob Gottes kann auch ein bisschen stärker ausfallen. Hört mal, wie Johanna die Posaune und Trompete spielt. Musik.
aber es kann auch ein bisschen leiser sein. Hört mal, das ist wie eine Flöte. Und hört euch dieses Register mal an. Es klingt ja wie ein Schaf auf dem Deich. Hört mal. Eine Maus. Vielleicht ist es die Kirchenmaus. Wo kommt denn dieser schräge Ton her? Ein Käfer? Ein Vogel? Oder eine Kirchenmaus. Das muss irgendwo in einer der Pfeifen sein. Lasst uns nachschauen. Traust du dich, die Maus da rauszuziehen? Ich mach das. Was ist das?